Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Neo. Und heute werden wir mal das Kusarigama mal wieder benutzen. Und es wird vielleicht das letzte Mal sein, dass wir das Kusarigama... Es geht gut los, Freunde, es geht gut. Ja, genau deswegen wird es vielleicht das letzte Mal sein, dass wir das Kusarigama benutzen. Weil ich in dieser Folge vorhabe, etwas umzuleveln. Einfach aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, nicht so einen richtig krassen Bild zu haben. Und auch nicht so richtig... Oh, danke. Nicht so richtig einen Plan zu haben, was ich denn hier eigentlich mache. Deswegen habe ich mal ein bisschen gegoogelt, wie man umskillt. Und habe es auch herausgefunden. Du stirbst. Und werde dieses Wissen auch benutzen. Um, wie gesagt, umzuleveln. Warum? Ja, okay. Nee, du nicht. Mit dir habe ich nichts zu schaffen. Hier habe ich höchstens eine Bombe ins Gesicht zu werfen. Das war es dann aber auch schon. Okay. Habe ich die da hinten halt beworfen. Kommt aufs Gleiche hinaus. Und ich habe Lust, statt Ninjutsu mal Omnio-Magie zu benutzen. Das klingt nämlich sehr verlockend. Oder zumindest nicht komplett Omnio-Magie, aber so ein bisschen Omnio-Magie. Der Coup an der ganzen, Sache ist halt einfach, dass wir aus dem Level raus müssen, um umleveln zu können. Und deswegen müssen wir dieses Level erstmal beenden. Der Dude will uns hier eindeutig nicht beenden lassen, habe ich das Gefühl. Der will uns, glaube ich, ein bisschen töten. Könnte das sein? Vielleicht. Könnte es sein, dass er scheitert? Ja. Das definitiv. Wir haben ja unser... okay, nee, ich werde noch nicht verraten, worauf ich skillen will. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall eine andere Waffengattung als vorher. Nichts komplett anderes. Ich werde jetzt nicht auf einmal auf Äxte gehen oder so. Das lege mir fern. Aua. Aber ich wurde gerade von einer Axt erschlagen. Vielleicht ist das ein Zeichen, Freunde. Vielleicht ist das ein Zeichen. Und in dieser Folge wird auch aufgezeichnet, bevor die letzte rauskam. Ja. Die Folge gestern war halt Chihiros, ich meine natürlich Akatos Reise ins Badehaus. Ja. Zwinker, zwinker. See what I did there. Und, ja, ne? Aua, hallo, kann ich mir bitte? Danke. Oh, ich möchte nicht erschlagen werden. Das wäre eher unfreundlich. Ich werde zwar das Kombo-Potenzial und die schnellen Schläge des Kusarigamas vermissen. Aber ich denke, mit unseren neuen Waffen später wird das auch richtig geil. Was haben wir jetzt? Ah, jetzt haben wir wieder Schattenlord. Na komm, ihr könnt... nach Hause gehen, Freunde. Ihr könnt nach Hause gehen. Weil ihr nicht mehr könnt, als nach Hause zu gehen. Das ist das Problem an euch. Hier, das ist noch eine Bombe zwischendurch. Eine kleine Bombe. So, einer noch. Du bist aber auch kein Problem. Ah, ich mag das Ninjutsu, Freunde. Ich mag das Ninjutsu. Aber immer das Gleiche. Ist ja auch lame. Das ist ja... Ziehst du Feuer und Bogen auf mich? Willst du mich verarschen? Junge. Ich schmeiß Bomben auf dich. Weiß nicht, was das Problem ist. Wow, er ist meinem Fuchs ausgewichen. Ja, und das war ein Fehler. Ja, das war definitiv ein Fehler. Okay, war doch relativ einfach. Also... Ich
Ja, also ich muss sagen, das war auf jeden Fall, der Gegner war auf jeden Fall einfacher als der davor. Aber gut, wer bin ich denn, das zu beurteilen? Sorry. Ja, und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Wir werden umleveln, wir werden umskillen, wir werden alles neu verteilen. Alles. Und es wird vielleicht gut. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin so froh, dass du unversehrt bist. Die Leute dort können nur etwas ruhiger schlafen. Dann wären die Yukai, also die Geister der toten Samurai, versuche immer noch andere etwas anzutun, selbst im Tod. Ich weiß nicht, wer sie waren, aber solche Samurai sind alle gleich, selbstsüchtig und undiszipliniert. Du wirst nie so werden wie sie, nicht wahr? Nun, vielleicht doch. Okay, wir müssen zum Lager. Das ist das erste Geheimnis. Dann müssen wir in unser Inventar. Da haben wir nämlich ganz leckere Bücher drin. Und zwar, wo ist es? Buch der Wiedergeburt brauchen wir jetzt. Ein kleines Buch der Reinkarnation. Und dann können wir das hier benutzen, Leute. Wie soll man denn darauf kommen? Das sagt einem doch das Spiel nicht. Hallo? Okay, benutzen wir es. Ja. Let's do it. Look at all the Punkte. Looks so sim. Okay. Dann müssen wir natürlich in den Schrein. Und aufsteigen. So, pushen erstmal Geist auf 10. Ganz wichtig. Ja, genau. Weil unser Geist Dude soll ja noch am Stisse sein. Machen wir Magie auch auf 10. Und dann machen wir Geschicklichkeit auf 10. Einfach, damit wir auch Ninjutsu ein bisschen haben. So, und dann ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir, genau, Schwerter, Kanonen, ach, Stärke und Wein, was ist das? Okay, dann, dass wir Herz auf 20 pushen ungefähr. Ja, 25 auf 30, kommen wir um. So, dann pushen wir das nochmal auf 10, damit wir hier wenigstens bei jedem etwas haben. So. Und dann, wie viele Punkte haben wir noch? Wie viele Level? Das steht nicht da, ne? Egal. Dann pushen wir halt noch mehr ein Herz. Oh, 40. Okay, wir haben, glaube ich, noch 2 oder so. So, dann machen wir noch ein bisschen Magie. Genau. Weil wir werden Magie wahrscheinlich mehr benutzen jetzt als alles andere. Und haben jetzt gut was aufgelevelt, finde ich. Ja. Wir lassen jetzt einfach so. Wir haben jetzt ein Samurai-Schwert-Bild quasi. Mit ein bisschen was von allem. So. Genau, jetzt können wir die Jutsu bereit machen. Ah ja, wir müssen ja erst. Ah ja, wir haben ja diese. Genau, wir haben ja noch gar keine Punkte ausgegeben. Das war noch so eine Sache. Dojo, konnten wir einfach. Nee. Als Schwert, ja, lol. Die ist da rein. Nee, ich will halt einfach ins Game, um meine Ninja-Punkte auszugeben. Aber das können wir ja auch so machen. Hier können wir nicht schon die ganzen Punkte ausgeben. So, wir haben jetzt erstmal umgelevelt. Das wäre mir jetzt erstmal wichtig. Alles andere machen wir jetzt in der besudelten Burg. Beste Eisenkazone und Medizinbehälter kriegen wir da. Kelly hat die Tore der Burg von Edo verschlossen. Wir müssen schnell einen anderen Weg hineinfinden. Das wird kein Vergnügen. Aber verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Maßnahmen. Okay, let's do this. Yeah! Die Stadt Edo in der Provinz Musashi war einst das Zentrum des Herrschaftsgebietes des Hojo-Clans in der Region Kanto. Pokémon! Yasuo verlegte seine Operationsbasis hierher, nachdem der Clan 1590 ausgelöscht worden war. Die kleine Burgstadt weitete ihr Gebiet durch das Aufschütten von Flüssen und der Küste schnell aus. Aber Yasus sparsames Wesen spiegelte sich in schlechtem Zustand der Burg wider. Heute ist Edo deutlich besser bekannt unter seinem modernen Namen Tokio. Ach, Edo ist Tokio! Ich habe ja in der letzten oder einer der Folgen davor behauptet, dass Edo früher die Hauptstadt war von Japan und heute ist es ja Tokio. Aber das ist ja das Gleiche, Freunde. Edo ist Tokio! Ja, lol! Ja, lol! Freunde, lol! Was ist denn da los? Geschichtliches Wissen über Japan 6 setzen. Tschüss.
So, jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Fähigkeiten erlernen. Also ein paar Fähigkeiten erlernen für Katana natürlich. Wichtig, 122 Punkte einmal. Ah, ist ja die Zeit. So, machen wir einmal alles. Mutter, komm mal in Griff, genau. Wenn der Leben auf mir steckt, dann Kiri den ganzen. Ah, das nehmen wir mal mit. Warum nicht? So, was haben wir da? Wechsel bei der anderen Haltung. Super gut. Kann man, wenn das Schwert in der Scheide steckt, das ist mega gut, aber ich weiß halt immer noch nicht, wie ich das Schwert in die Scheide stecke. Aus Absicht. Lässt ihr aus deinem Schwert strömen, um in der Nähe befindliche Gegner zu betäuben. Genau, das ist. Genau, das ist das. Ist auch mega gut. Alle Feinde näher schnell in Hieb zu versetzen. Ja, mega gut. Nehmen wir mit. Du lässt auf einen kommen, wenn Hieb folgen, weiß dabei zurück. Nee, das fand ich nicht so geil. Hohe Haltung, aktiviert sich. Keine Ahnung, kann man machen. Genau, das ist ja auch nur bei hoher Haltung, die benutze ich zwar nie. Aber kann man trotzdem mal benutzen. Mittlere Haltung benutze ich ja dann eher. Was haben wir hier? Du parierst den Angriff deines Gegners und trittst nah an diesen heran. Genau, das war ja das. Mit X. Du parierst den Angriff deines Gegners und neutralisierst ihn. Ah, kann man auch machen, naja. Tiefe Mittlerheit, du durchbrichst die Verteidigung deines Gegners und stößt ihn zu Boden. Ach genau, also wenn ich immer weiter auf ihn einprügle, dann klappt das irgendwann. Die Haltung aktiviert sich, wenn du volles Ki oder ein Ki-Impuls. Oh, einfach mal gemacht, easy. Eine Tiefenhaltung. Ach, guck mal, da kann man auch mal ein bisschen jumpen, das ist auch nicht schlecht. Die Ausweich-Ki-Impulse zu benutzen und die kann ich noch nicht aktivieren. So, das Odachi würde ich halt gerne benutzen, aber wir haben ja Full-on-Katana-Bild gemacht. Deswegen nehme ich jetzt auch mal die Samurai-Punkte für die Doppelschwerter, damit wir wenigstens noch ein bisschen Varietät haben. Fähigkeit der Mittlerheit, Tiefenhaltung im Anschluss an der Kumpel, wo Fistern rund umtritt. Ah, genau, das war das, ja. Mega gut, mag ich sehr gerne. Verdammt-Kommangriff, schneidest den Gegner im Sprung. Okay, ah, kann man machen. Hohe Haltung, Wirbelangriff, der alles um sich rum zerschneidet. Finde ich nicht so cool. Natürlich, der Verteidiger verbindet den Kumpel gleichzeitig. Achso, ja, das war mega gut. Kiri-Regeneration, wenn du dich verteidigst, finde ich auch gut. Verrissener Angriff eines Gegners. Genau, das kann man auch mal machen, finde ich. Du stimmst vorwärts und schwingst dabei beide Schwerter. Wie ein Wilder. Okay, ja, und den Rest kann man nicht machen. Und das andere hier, die anderen Waffen, überlege ich mir noch, ob ich da noch was machen kann. So, dann wollen wir erstmal die Ninja-Sachen ein bisschen aufpushen. Steigert meine Ninjutsu-Kapazität, das ist doch schon mal eine gute Sache, das kann man aber mitnehmen. Genau, dann haben wir gleich was da. Genau, und dann werde ich natürlich auch unter der Kugeln, die du. Ach genau, das war das. Auch sehr nützlich. Genau, da sollte ich auf jeden Fall noch was rein investieren, damit ich mehr Pfeil- und Bogenmunition tragen kann. Und dann kommt hier die geile Omnio-Magie. Da wird die Omnio-Magie-Kapazität. Das nehmen wir gerne mit. Dann nehmen wir Ki-Explosionstalismane. Bei Benutzung entfesselt sie eine Ki-Explosion, die Gegner in deiner Umgebung Schaden zufügt. Lecker. Du hast drei Flugschwerter-Talismane. Bei Benutzung werden zahlreiche schwebende Schwerter um dich herum beschworen, die deinen Gegner bei Berührung Schaden zufügen. Auch sehr lecker. Genau, Schutzgeist-Talismane. Einsatzdauer von belegter Waffe ist super. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Genau, und sonst war hier aber, glaube ich, nichts. Doch, Yokai-Schutz plus 100. Erhöht die Reichweite der Reinigung. Oh ja, von mir aus. Schockwell-Talisman, bei Benutzung wird eine Schockwelle erzeugt, die Feinde im Kreis hohen Kischern zufügt. Kekai-Talisman, diese erzeugen eine dichte Barriere, die Verunreinigung aus Yokai-Reich beseitigt und die Ki-Regeneration beschleunigt. Nee. Das machen wir nicht. Da habe ich nämlich nicht genug Platz für. Okay, das war jetzt erstmal so. Würde ich sagen, wechsel mal die Waffe. Das gute alte Kusarigama muss jetzt leider erstmal weg. Wird ersetzt hier an dieser Stelle durch das Drachenschwert als primäre erste Waffe. Und als Zweitwaffe nehme ich natürlich die guten alten Doppelschwerter. Wo ist mein Drachenschwert? Da ist mein Drachenschwert. Und die Doppelschwerter sind hier auch irgendwo vorhanden. Und zwar hier. Genau, das sind, glaube ich, die beiden Pelzchen gewesen, ne? Ja. Genau, meine Raccoon Tails. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir hier bei der Bindung Items haben. Ne, das wollte ich eigentlich nicht binden, das wollte ich benutzen. Peng. Genau, und da packen wir mal. Was haben wir jetzt? Ach ja, das erste ausgewählt. Da packen wir mal. Was packen wir da mal hin? Wir haben doch hier ganz, ganz schöne Sachen jetzt. Neue Sachen, aber die stehen ja meistens unten drin. Ach nee, man muss ja YouTube bereit machen. Okay, nee, dann packen wir da erstmal nichts hin, wir brauchen ja nichts Besonderes. Und gehen jetzt mal endlich ins Level rein. Und schauen uns hier mal ein bisschen um. Ach, guck mal. Hier haben wir doch schon ein Schwein, hier können wir das gleich alles machen. Hallo, kleine Kodama-Freunde. Ich möchte ein YouTube bereit machen. Wo ist es? Da ist es. Ja, erstmal, du hast keine YouTubes, die du vorbereiten kannst. Was? Warum nicht? Hab ich doch eigentlich. Egal. Ki-Explosion-Talismane. Genau, die können wir alle bereit machen. Und die Schutzgeist-Talismane. Genau, die sind schon gebunden. Ki-Explosions-Talismane. Die können wir da binden. Und die Flugschwert-Talismane binden wir hier, würde ich sagen. Ja. Und bei Ninjutsu habe ich nichts? Offensichtlich nicht. Na gut, ich habe ja auch viel mehr auf Magie als auf Ninjutsu. Also ich könnte ruhig noch ein bisschen auf Magie draufhauen, aber das bringt mir halt im Moment nichts, weil ich das halt, der Weg des Onyo-Schüler müsste ich dann halt machen. Und dafür würde ich die Punkte ein bisschen aufheben. So. Jetzt geht's aber wirklich los im Level. Wollen wir mal gucken. Das und. Also, wenn das Schwert in der Scheide. Wie stecke ich das Katana wieder in die Scheide? So greife ich an, das ist klar. Ach, guck mal, so. Okay, dann ist das aber gezogen. Warte, ich muss doch mal kurz gucken. Fähigkeiten. Dieses schnelle Ziehen. Wo ist es? Wo war es? Wo war das schnelle Ziehen? Während der Verteidigung. RB plus B halten, genau. Okay. RB. Ach, RB ist ja hier. Okay. Okay, mit RB und B stecke ich das rein. Und wenn ich das halte.
Ah, I see. Okay, sehr gut. Okay. Wurde ich gerade vergiftet? Nee, war irgendein Gestank, der hier in der Luft hängt. Na gut, von mir aus. Anscheinend muss diese Tür von der anderen Seite geöffnet werden. Wow. Mais. Ich nicht gedacht, dass es diese Mechanik in dem Spieler gibt. Ja, ist doch gut. Ich bin vergiftet. Also nicht vergiftet, aber ich bin gestankt. Was bist du denn für ein hässliches Mistvieh? Mich verarschen? Ich möchte gern... Hey, warum kann ich nicht... Hey, ich würde gern mein Schwert, dieses Schwert angreifen. Okay, the fuck. Ich würde gern diesen Schwertangriff machen. Aber aus irgendwelchen Gründen scheint das nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ja, ist doch gut jetzt. Diese Schleimhaufen werden, denke ich mal, etwas schwieriger, als ich mir das vorstelle. Vor allem, wenn man jetzt hier probiert, mit neuen Waffen rumzudödeln. Ja, ist doch gut. Mein Gott. Kotzt dich doch nicht gleich. Aber der Typ tut halt. Tut's halt. What the fuck, Alter. Das war weird. Scheiß Dummkugeln hier. Mit den Dummkugeln kannst du nicht mehr rumkugeln. Nee, es funktioniert einfach nicht, ne? Funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht diesen Schwertschlag machen. Die ganze Zeit probiert. Also ich habe mich jetzt nicht auf den Kampf konzentriert, aber ich kann nicht diesen Schwertschlag machen irgendwie. Funktioniert das vielleicht nur nicht, wenn ich das anvisiert habe? Also das Schwert steckt in der Scheide. Okay. Ja, ich, wie gesagt, keine Ahnung. I don't get this. I don't get this. Okay. Okay, okay, diesmal hat es funktioniert. Vielleicht hatte ich das Schwert gerade einfach nicht in der Scheide oder so. Keine Ahnung. Da wird es bestimmt irgendeinen Grund geben, warum das gerade nicht funktioniert hat. So, hier ist... Ja, genau, ich wusste es. Schade, dass mein Lehmeffekt halt einfach nicht so geil ist. Also, der ist auf jeden Fall da. Danke. Aber der ist halt nicht... Nicht der allerbeste. Ja! Kotzt dich doch später aus. Was ist denn los mit dir? Mein Gott. Okay. Ich schwöre mal einen Besucher. Oh Gott. Der Typ kotzt sich auch gleich. What the fuck, Alter? Alter! Chill doch mal dein Leben. Alter, so kann ich nicht gewinnen. Vor allem meine Elixiere bringen ja gar nichts. Wenn das so weitergeht. Guck mal, wie wenig die heilen. Warum heilen die denn so wenig? Warum heilen die so wenig? I don't get this. I don't get this. Sorry. But I don't get it. Ich krieg auf die ganze Zeit Schaden. Das ist ja mega dumm. Ich kann diesen Slash nicht machen, wenn ich den Gegner anvisiert habe, glaube ich. Ja, oder ich... Hä? Ich peil's nicht, Leute. Ich peil's nicht. Ich habe ihn erstmal getötet. What the fuck? Ich verstehe es nicht, Leute. Please. Helf mir es zu verstehen. Warum? Warum ist mein Elixier so mega, mega schlecht? Und warum? Dieses Level ist sehr verwirrend, Leute. Dieses Level ist sehr verwirrend. Kodama-Segen erstmal. Heise ist auch Heising. Okay. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. I don't get it. I don't get it. Okay, ich gehe jetzt hier hoch, damit dieser Fluch nicht kommt. Und du mit deinen Scheißkugeln gehst nach Hause. Arsch. Okay.
schwimmen und vorsichtig sein, was hier in der Ecke ist. Okay. Hat eben schon wieder nicht funktioniert. Ich check's halt nicht, ne? Okay, das Schwert ist in der Scheide. Ich verstehe. Vielleicht habe ich das auch einfach zu schnell losgelassen jetzt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall macht dieser Schlag Schaden. Das ist gut. So, was hat der? Ein Speer. Okay, hier ist auch nichts weiter. Weiter geht's. So, hier ist irgendwer zutiefst beschämt gewesen. Da ist ein kleiner Kodama-Freund. Den hätte ich natürlich gerne. Wusste ich, dass hier noch irgendwer auf mich lauert. Ein böser Bube. Aber wo ist er? Hallo? Ist der Bube? Der wartet da oben. Das kannst du mal probieren. Ach Gott, nee. Wieder so ein Blobvieh. Hier hast du ein bisschen Fire. Oh yeah. Das haben die gar nicht gerne, Freunde. Das haben die gar nicht gerne. Hey, kleiner Kodama-Freund. Der steht da oben. Ja, lol. Ah, okay. Fire. It's a hole. Ja. Erstmal den Elixier nehmen. Schmeckt schon nicht so lecker. Tja. Ist halt real, ne? Ist halt so wie der Gestank. Yeah. Okay, ich glaube, ich sollte nochmal die ein oder andere Trainingssession mit den Katanas einlegen. Vor allen Dingen, wie das hier mit dem Ziehen so richtig funktioniert. Weil irgendwie funktioniert es halt noch nicht so richtig. Bis dahin bedanke ich mich aber auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.